Hi, ich bin der Benni, vielleicht kennt Sie mich schon aus dem letzten Video, wenn nicht, stelle ich mich nochmal kurz vor. Ich bin 17 Jahre alt und bin im dritten Lehrjahr zur Ausbildung des Gaswasser-Heizungsinstallateurs. Heute habe ich das Glück, dass ich wen trifft, der sich schon ein bisschen länger mit dem Beruf auskennt, und zwar Ernst. Hallo Ernst. Ja, hallo, ich bin der Ernst und vor 42 Jahren habe ich die Lehre begonnen zum Gaswasser-Heizungsinstallateur. Ja, ich bin jetzt im 42. Lehrjahr. Wie genau bist du vor, ich sag mal, 42 Jahren auf den Beruf genau gekommen? Das war eigentlich ein bisschen Ausschweifung, weil ich wollte eigentlich Elektrik lernen. Ist einfach ein Lehrplatz freigegangen, habe ich in Schlatter genommen, war aber eine tolle Entscheidung. Und wie war nach deiner Lehrzeit deine Berufslaufbahn? Berufslaufbahn war ja nach der Lehrzeit Bundesheer. Mhm. Dann habe ich einmal etliche Jahre auf der Baustelle gearbeitet. Dann habe ich die Meisterprüfung gemacht 1999 und bin dann eigentlich in den Servicebereich gegangen, Service-Kundendienstbereich, sehr lehrreich. Yeah. Ja, und dann bin ich Projektleitung gegangen und jetzt seit 9 Jahren bin ich in der Industrie tätig, im Handel für die Installateure. Also hast ziemlich viel erlebt schon. Ja, es war eine recht bunte Karriere, die ich dort hinter mir habe, aber sehr, sehr intensiv, sehr lehrreich und eine ganz tolle Zeit. Und was würdest du, sag ich jetzt mal als alter Hase, sagen, was sich am meisten verändert hat in die 40 Jahre? In die 40 Jahre hat sich sicher sehr verändert, die Installationstechnik, die ganzen Materialien, auch die Wichtigkeit des Bades. Früher war das ein Gebrauchsgegenstand, heute ist das ein Schauraum, wo man Wellnessbereiche hat, wo man sehr, sehr tolle Sachen machen kann. Gell? Und das ist natürlich auch in finanzieller Seite sehr wichtig für uns. Und wie würdest du jetzt, ich sage mal, die jüngere Generation dazu motivieren, dass eine Lehre macht oder als Installateur anfängt? Installateur ist ein sehr interessanter Beruf, in Zukunft noch viel interessanter als wie vorher, weil man natürlich die ganze Klimakrise, Energiesachen kommen auf uns zu und da brauchen wir tolle Lösungen. Und ich glaube, dass ihr die Generation seid, die das löst. Und was sind deine Top 3 Ratschläge, so eine Lehre als Installateur zu machen? Ja, die drei Ratschläge sind: verbirgt euch nicht, macht das, was gern macht. Was man gern macht, macht man gut. Mhm. Und die Zukunft gehört euch. Ja, das ist das Um und Auf, ihr habt alles in der Hand. Ernst, danke für deine Infos und vielleicht zeigen wir uns mal wieder. Danke, Benni, freut mich, dass wir uns da getroffen haben und dir natürlich auch alles Gute. Wir sehen uns wieder. Danke.